Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute reden wir mal über ein wirklich, wirklich, wirklich großes Problem innerhalb der Yu-Gi-Oh! Community und um welches Problem es sich dabei handelt und was mich daran so aufregt, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, es ist schon eine Weile her, 4 Wochen ungefähr, dass das letzte Video kam. Ich war ziemlich beschäftigt. Ich habe zum einen eine neue Folge Neuzugänge abgedreht, zu denen es noch die Beauty Shots fehlen. Und ich bin gerade dabei, das Gastvideo für Random Brain auf die Beine zu stellen, was ziemlich viel Sortierarbeit mit sich bringt. Dementsprechend fallen die Videos zurzeit etwas knapper aus. Das tut mir leid, aber nachdem das Video bei Random Brain kam, und das ist ja ziemlich wichtig für meine Reichweite, wird sich das wieder ändern. So, heute reden wir über ein kleines Problem innerhalb der Community und werden wir das machen, bastel ich hier ein bisschen, weil ich habe nämlich noch ein paar von diesen Dingern hier, noch insgesamt 10 Stück oder so, die noch gefüllt werden müssen und hier habe ich mir ein paar Götterkarten ran geholt, die ich da reinpacken möchte und sind übrigens hervorragende Teile, gibt es immer noch bei Logicards vorrecht, sind aber ziemlich teuer die Dinger. 10 Euro pro Stück oder so und ja, was soll ich sagen, es geht um das Problem, dass sich speziell innerhalb der Sammler-Community quasi heimisch fühlt, wenn man so möchte. Und es geht dabei um das gegenseitige Schlechtmachen von Sammlungen. Ich habe einen Bekannten, das ist der liebe Yugi-Dude, ihr werdet ihn vielleicht von Instagram kennen, vielleicht verlinke ich auch sein Instagram unten in der Videobeschreibung. Und der hatte vor kurzem, wenn man so möchte, einen kleinen Disput. Ich werde das jetzt nicht näher erläutern, was da der Fall war. Es war auf jeden Fall ein bisschen was Familiäres und natürlich auch die Kombination aus einigen Mitgliedern der Community, die gemeint haben, ja, schau dir das doch mal an, die Karten sind ja nicht 100% Niemand oder die sind nicht First und was willst du mit den Kackkarten und so. Und ich muss sagen, das ist etwas, das kotzt mich wahnsinnig an, Leute. Das kotzt mich wirklich wahnsinnig an, denn Yu-Gi-Oh! Ist ein Hobby, das in erster Linie Spaß machen soll. Man soll Freude daran haben, man soll sich eine Sammlung aufbauen, die man selber gerne ansieht, die man selber mag und man baut sich seine Sammlung halt nicht auf, um den Erwartungen irgendwelcher Außenstehender gerecht zu werden, die da ihre Vorstellung haben, wie ein echter Sammler zu sammeln hat oder wie eine gute Sammlung auszusehen hat. Und wenn er halt Spaß dran hat, seine Karten falsch rum zu sleeven und nur die Rückseite zu sammeln auf gut Deutsch, dann soll er das tun. Und das ist ein Problem, das tatsächlich ziemlich weit verbreitet ist in der Community. Es gibt hier immer so die Elite, wenn man so möchte, die Elite-Sammler hier, die hier voll drauf aus sind, dass alles First ist und Hauptsache wertvoll, wie es aussieht, spielt keine Rolle und hast du nicht gesehen. Und das, muss ich sagen, ist ein absolutes No-Go. Also nicht, dass sie der Meinung sind, sondern dass sie dann halt auch noch der Meinung sind, dass alles andere, also Leute, die halt nicht nach ihrer Vorstellung sammeln sozusagen, keine richtigen Sammler sind. Habe ich unglaublich gefressen. Das Video wird übrigens gar nicht lang, weil da gibt es gar nicht viel zu diskutieren. Aber, wie bereits gesagt, das habe ich einfach unglaublich gefressen. Ich finde es furchtbar, furchtbar schade. Das hatte nämlich auch zur Folge, dass er wirklich kurz davor war, aufzuhören tatsächlich mit Yu-Gi-Oh! Er hat schon die ersten paar Karten hat er schon auf Market gelistet gehabt. Ich habe dann Gott sei Dank nochmal mit ihm gesprochen. Und konnte so Schlimmeres verhindern, nämlich einen Ausstieg von ihm aus der Community. Er ist jetzt immer noch mit dabei und sammelt auch fleißig weiter, aber das hat ihm halt ziemlich wehgetan und ich persönlich finde einfach, dass sowas nicht geht und das ist kein Einzelfall tatsächlich. Sowas begegnet mir immer wieder. Oh, ich habe einen Ring an, ich muss aufpassen. So, sowas begegnet mir immer wieder. Ich finde es ganz, ganz schlimm sowas und Leute, Yu-Gi-Oh!, ich sage es nochmal, ist ein Hobby. Und ein Hobby, ganz egal, ob es jetzt Yu-Gi-Oh! Ist oder nicht, hat immer den Sinn und Zweck, Freude zu bereiten. Und wem was Freude macht, entscheidet immer noch die Person selbst und kein Außenstehender. Ja, ohne Witz. Wenn jemand Bock hat, keine Ahnung,
50 Mal diesen komischen Bohnenmann zu sammeln. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine, ja? Diesen aus der GX-Zeit. Ja, mein Gott, dann soll er die Karte halt so oft sammeln. Ich persönlich sehe mich auch immer wieder hier mit dieser Aussage konfrontiert. 50 Mal Chaos Imperator Drache, was willst du denn mit so vielen? Mimimi, 60.000 Ultis, was willst du denn mit so vielen Ultimate Rares? Bla bla bla. Sorry Leute, aber wisst ihr, das sind so Sachen, was tut's den Leuten denn weh? So, warum mischen die sich da ein? Das sind immer so Sachen, da muss ich mich halt wirklich fragen, so. Weil, ich weiß nicht, ich finde, was, 58, 59, 54, 58, naja, da ist es so rum. Ich finde es einfach ganz, ganz schlimm, muss ich wirklich ehrlich zugeben. Also, bin wirklich enttäuscht, teilweise von der Community, wenn es um solche Dinge geht. Deswegen so mein Appell. Ich habe ein Ding zu wenig. Egal. Mein Appell an diese ganzen Leute, die halt meinen, sie müssten anderen diktieren, wie sie zu sammeln haben. Lass die Leute so sammeln, wie sie sammeln möchten. Es ist vollkommen Wayne, ob eine Person jetzt, keine Ahnung, 25.000 Euro Karten sammelt, ob sie nur Preiskarten sammelt oder ob sie halt nur Commons sammelt. Es spielt doch keine Rolle. Und mein Appell an die Leute, die halt sich gerne dadurch beeinflussen lassen, was anderen ihnen sagen, scheißt doch drauf. Sammelt das, was euch Spaß macht. Sammelt so viel davon, wie es euch Spaß macht und wie es euer Geldbeutel erlaubt. Und ihr sammelt für euch und ihr sammelt nicht, um bei anderen dafür Bestätigung zu bekommen. So, versteht ihr? Wenn ihr euch euer Hobby madig reden lasst von irgendwelchen Leuten, die euch eure Leidenschaft nicht gönnen, die euch vielleicht auch gar nicht gönnen, dass ihr vielleicht coole Sachen habt, ist auch so eine Sache, die mir immer wieder begegnet, dass Leute einfach einen unglaublichen Neid darauf haben, dass ich halt die eine oder andere Karte habe, die sie auch gerne hätten und das dann nicht nur einmal, sondern vielleicht 10-mal oder so und dann wird man mit wüsten Beschimpfungen beballert. Ich habe schon mal den Fall gehabt beim ersten Gastvideo, das ich bei Random Brain hatte, da hieß es, wie ich es wagen könnte, so viele Chaos Imperator dran zu haben und andere haben nichts, wie ich mich da nicht schämen könnte und so ein Zeug. Ja, das sind so Sachen, Leute, scheiß drauf. Das dürft ihr euch niemals madig reden lassen. So. Ja, wenn irgendwelche Neider kommen und euch versuchen fertig zu machen, euch euer Hobby schlecht zu reden und so weiter, dann wisst ihr, dass ihr alles richtig gemacht habt in dem Moment. Ja, und ich finde es ganz, ganz, ganz schade, dass es immer wieder Leute gibt, die dieser Szene entsagen, wenn man so möchte, eben weil die Community, was das angeht, das ist so ein großer Fail der Sammler-Community, weil die einfach zu unfreundlich sind, weil die nicht reif genug sind, einfach zu akzeptieren, dass Leute eben nicht so sammeln, wie sie sich das vorstellen, halt nicht nach Komplettsets oder halt nicht nur High Rare und halt nicht nur First, sondern dass es halt auch Leute gibt, die sagen, okay, mir ist wichtig, ich habe die Karte. Welchen Zustand diese Karte hat, solange sie nicht komplett zerflattert ist oder ob sie First oder nicht First ist, spielt für mich keine Rolle. Wenn es Leute gibt, die das nicht akzeptieren können, dann sind diese Leute innerhalb dieser Community einfach fehl am Platz. Dann sind sie einfach fehl am Platz, weil sie anderen ihr Hobby vermiesen und das ist destruktiv und das hat in dieser Community einfach nichts verloren, meiner Meinung nach. Ich muss sagen, das ist jetzt tatsächlich schon eine Weile her, dass das passiert ist, locker schon 2-3 Monate oder so. An der Stelle nochmal Grüße an den lieben Yugi-Dude und ich muss sagen, sowas geht nicht, da geht mir richtig die Hutschnur, da platzt mir der Kragen, da kriege ich einen richtigen Zorn bei sowas, weil ich finde, diese Community ist an und für sich eine sehr nette Community, die eigentlich auch immer recht gut zusammenhält, zumindest was den Sammlerkreis angeht. Beim Spielerkreis gibt es ja häufiger Dispute, wenn irgendjemand meint, ein Deck spielen zu müssen, das halt gerade nicht sehr gern gesehen ist. Da habe ich schon so Wörter wie Sohn und so fallen dann, da ist das noch was anderes, aber innerhalb der Sammler-Community hält man normalerweise immer zusammen, man unterstützt sich, man gibt auch mal was für lau her, wenn man es gerade nicht braucht und man merkt, okay, Person so und so kann sich das zum Beispiel nicht leisten. Ich habe auch schon ein Playset Evilly Matched an einen Spieler verschenkt, der halt das Geld nicht hatte, um sich sein Deck zu bauen, um ihn ein bisschen in die Arme zu greifen. Das ist eigentlich schön, das ist einfach ein Zusammenhalt, das ist der Teil der Community, der mir sehr gefällt. Und auf diesen anderen Teil, den ich jetzt eben besprochen habe, auf den kann ich wirklich getrost verzichten. Ich finde, diese Leute sollten sich mal wirklich Gedanken darüber machen, wie sie sich eigentlich verhalten und wie es um ihre Erziehung bestellt ist, sage ich mal, weil sowas geht einfach nicht, sowas ist unter aller Sau. Und wenn ich sehe, dass Leute Hobby aufgeben, weil andere einfach zu eingeschränkt sind, ja, in ihrer kleinen, dämlichen Welt etwas zu akzeptieren, das halt mit ihrer eigenen Meinung nicht konform geht, und dann kotze ich ins Eck
Ohne Witz, bei sowas kotze ich einfach ins Eck. Tut mir leid für den kleinen Ausbruch. Das Video ist, wie gesagt, nicht besonders lang. Es geht jetzt ungefähr 10 Minuten, so roundabout. Ich werde mir hier gleich noch die drei in den nächsten Halter stecken, aber die liegen jetzt da drüben in meinem anderen Zimmer. Und ich hoffe, ich konnte vielleicht hier den einen oder anderen Nerv treffen. Ihr könnt auch gerne mal eure Erfahrungen, eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das nächste Video wird eine Folge Neuzugänge. OCG, definitiv 800 Euro teuer. Und da werde ich jetzt dann auch die nächsten Tage dran arbeiten. Aber wie gesagt, ich muss davor noch die Sache mit Random Brain etc. klären. Ja, meine Freunde, wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. War eine kurze Folge, aber eine knackige Folge mit ein bisschen Input. Schreibt eure Meinung dazu in die Comments. Wir sehen uns zu einem weiteren Video. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.